Hallihallo, Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Maskenwoche. Jo, ich habe eine 5-Tage Tuchmaskenwoche wieder für euch und bunt gemischt. Und wir würden hier, ich würde jetzt mal sagen, Monique ist zwar noch nicht da, aber wir lassen die Alexa jetzt trotzdem entscheiden. Alexa, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 5. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Es ist 4. 4. Oh, da wären wir jetzt schick im Gesicht. Hoffe ich auf jeden Fall. Da haben wir nämlich von The Beauty Mask Company eine Motivtuchmaske. Ja. Festival, belebend für jeden Hauttyp. Ich quetsche mir die ja immer so schön durch. Oh, die ist eigentlich nur hier unten. Also, frische Festival mit dem Experten. Aber der Experte ist nicht da. Geht der ohne Experte. So. Sei gut aufgelegt mit der Motivtuchmaske Festival. Sie enthält wertvollen Extrakt aus der Wassermelone und pflanzlichen Hyaluron. Deine Haut enthält neue Strahlkraft und wird mit Feuchtigkeit versorgt für ein erfrischendes Aussehen. 15 Minuten. The Beauty Mask gibt es ja, glaube ich. Ich stelle das hin, weil das machen wir gleich natürlich hier das Päckchen drauf. Beim Rossmann, ne? Ja. Dann schauen wir mal. Oh, die riecht aber gut. Ui. Hallo. Boah, die riecht aber gut. Oh, die hat aber gut Serum hier drin. Oh. Schön einer. Oh, die riecht aber. Oh, die riecht richtig gut. Ja. Richtig fruchtig. Nach Melone, nach Wasserlilie, also richtig toller Geruch. Wow. Oh, jetzt ist schön bunt. Das Vlies, ja, ist jetzt nicht zu dick. Und wir geben uns die jetzt einfach mal auf, oder? Genau. Dafür sind wir ja hier. Ist das egal, warum? Egal. Wow, schön kühl. Gerade wenn du unter der heißen Dusche herkommst, ne, ist das auf jeden Fall ein frischer Kick. Wow. Oh, die ist schön. Oh, der Geruch ist schön. Muss man eben ein bisschen höher ziehen hier, eigentlich in meine Äuglein. Oh, der Geruch ist wirklich sehr schön, weil oft riechen die ja so, wenn man diese Hyaluronmasken hat, nicht wirklich so, ja, hundertprozentig, yay, da möchte ich mich reinlegen, ne? Und, oh. Ja, also vom Geruch her ist die super klasse. Vom Sitz her, die Augen könnten ein bisschen größer sein. Aber so schönes Motiv drauf. Gefällt mir richtig gut. Und dich stellen wir jetzt auf jeden Fall hier in den Hintergrund, damit es auch gesehen wird. So, ja, ich lasse mir das jetzt schön, oder ich lasse es mir jetzt erstmal ein paar Stunden gut gehen. Nein, Stunden nicht, Minuten gut gehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann schauen wir mal, ja, was sie so gemacht hat, ne? Ja, da bin ich wieder und ich hätte sie gerne noch eine Stunde drauf gelassen, aber hier schon alles furzentrocken, ne? Aber ist egal, Leute, die ist Bombe. Diese Maske ist Bombe. Ich, oh Gott, ich bin verliebt. Ja, total, boah, mega geil, mega geil. Du brauchst gar nicht viel Serum hier eintapern, da ist alles schon drin im Gesicht. Die ist wow, die ist wow, die ist wow. Also, habe ich schon gesagt, die ist wow. Bis jetzt werden es die anderen Masken wohl schwer haben, ne? Oh, Wahnsinn. Wahnsinnsmaske. Freut mich. Und ich denke, wir machen jetzt mal weiter mit... Oh, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So, Alexa, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 4. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 4. Es ist 3. 3. Oh, jetzt wird's interessant. Ja, da haben wir nämlich hier eine Bubble Sheet Mask. Ja, Bubbly Bubble habe ich schon mal gemacht. Habe ich ja fast keine Luft mehr gekriegt, weil ich so viele Bubbles hatte. Ja, das ist diese hier. Und die schauen wir uns da morgen an. Und ja, Madame wird erstmal jetzt
in ihr Körbchen kommen und schauen wir mal, wie die morgen ist. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder und Tag 2 und wir haben hier, ich habe ein bisschen Angst, ne, diese Bubbelmaske. Ich habe ja so eine schon mal gemacht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo die her ist, aber wahrscheinlich auch vom Action, ne? Ja, steht Holland drauf, ist Action. Also, schäumende Gesichtsmaske. Sobald die Maske mit der Haut in Kontakt kommt, beginnt diese zu schäumen. Ja, ja, ich weiß. Aber was soll die denn eigentlich machen? 10 bis 15 Minuten auf jeden Fall abwaschen. Tja, aber abwaschen? Ich weiß nicht. Bei Kontakt mit den Augen mit Wasser ausspülen darf ich nicht. Also, tja, Cleansing Nourishing, also klären, ne? Ja, dann schauen wir mal, ja, wie sie so bubbelt. Ich habe ja schon mal eine Bubbelmaske gemacht und die war ja der Ui. Naja, riechen tut es jetzt nicht so gut. Aber wir schauen. Weil das war ja, boah, da hatte ich Schaum. Das war Schaum. Schaumi Schaum. Wo ist denn der Anfang? Also die schwarz. Ich sehe nur nicht den Anfang. Jetzt habe ich gleich schon alles hier voller Schaum und ich habe die noch nicht mal im Gesicht. Oh mein Gott. Aber gut fühlt sie sich ja an, ne? Es schäumt schon. Bubbeli, bubbeli, ba, 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 balu, ba, ba, balu. Ich finde das lustig, dass das so funktioniert. Ja, wollen wir mal gucken, wie die nach 10 bis 15 Minuten aussieht. Ob ich da auch wieder keine Luft kriege wie bei der anderen. Oh, da, oh ja, die ist, Okay, sie macht auch Schau. Wollen wir mal gucken. Ich habe schon was im Mund. Also, es wird Auge ausspülen. Naja, ich hoffe, da kommt nichts rein. So, wir lassen sie jetzt erstmal drauf. Ich stelle sie mal hier in den Hintergrund, ne? Ja, und dann schauen wir mal, wie ich nach einer Viertelstunde aussehe. Oh Gott, es schaut jetzt schon wie verrückt. Mir graut's. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. So, ich habe auch diesmal nichts davon eingeatmet, beziehungsweise, genau, wo es war. Also es hat nicht so sehr gebubbelt, dass ich irgendwas davon eingearbeitet habe oder irgendwie was davon gegessen habe. So, wir machen das jetzt hier mal ab. Boah, mir ist jetzt kalt. Wenn man so auf dem Sofa sitzt, wird einem kalt, ne? Ja, ich habe, ihr seht, ne? Ich muss gleich mein Gesicht noch waschen, aber ich wollte jetzt halt euch zeigen, wie es so aufgeht und die ist gar nicht schlecht. Ja, jetzt gucke ich mal in den Spiegel. Die hat auf jeden Fall meine Haut gereinigt. Sieht gut aus. Aber wie gesagt, muss ich gleich halt noch eben mein Gesicht waschen. Ne? Ich wollte es euch nur eben zeigen. Ja, die kann man aber auch sich mal gönnen, ne? Vom Action. Ja, schöne Maske. Auf jeden Fall. So, wir haben noch natürlich 3 weitere und wir lassen natürlich wieder hier unsere Freundin entscheiden. Alexa, sag eine Zahl zwischen 1 und 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 2. 2. Ja, wir werden wieder zur Prinzessin. Und diesmal mit Schneewittchen. Ja, auch vom Action. Haben wir ja eigentlich nur Action? Kann sein, dass es nur Action ist. Ich weiß es nicht. Auch Action und wir sind... Was haben wir denn da auf dem Gesicht? Ich weiß es nicht. Na, Snow White and the Huntsman, ne? Snow White und die 77 Zankzwerge. Ja, also, dann schauen wir mal, was Schneewittchen so kann. Und die Bubble Mask. Also, ich gehe jetzt mein Gesicht waschen, dann Pflege drauf machen und ich sage, wir sehen uns gleich wieder zu Schneewittchen. Hallöchen zu Tag 3. Ich komme ein bisschen durcheinander, Leute. Tag 3.
4, 5. Tag 3. Genau, Tag 3. Und wir werden ja heute Prinzessin. Ja, Schneewittchen werden wir heute. Oh, heute. Und dann schauen wir mal. Ja, das ist ja eine Maske von Action. Refreshing and moisturizing enriched your Hyaluron. Also, auf Deutsch. Erfrischende und feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske aus Vlies, angereichert mit Hyaluron. Ich knete die wie immer einmal durch. Und dann schauen wir mal. Ist mir blöd, dass die unten aufgeht, oder? So. Was wir da aufs Gesicht bekommen? Ein Zwerg? Sind da Zwerge drauf? Nein, da ist Schneewittchen drauf. Oh. Ich dachte, da wären die 77 Zankzwerge drauf. Nein, da ist Schneewittchen drauf. Und unten steht Disney. Das ist eine dicke Fließmaske. Schauen wir mal. Ne, Schneewittchen und das Schloss. So ein bisschen im... Sieht man das hier oben noch, das Schloss, ne? Ja, die ist gut getränkt. Auf jeden Fall. Aber halt ein bisschen dick. A bisschen dick, das Vlies. Aber so fühlt sie sich ganz gut an. Klappen wir mal hier zusammen. Haben wir da immer so einen Schnitt drin. Und dann, ja. Lassen wir die jetzt erstmal gutes Viertelstündchen drauf. Auch länger. Also je länger man sie drauf lässt, ne, je besser. Das ist ja Rupe. So, hier schon mal das Hyaluron schön. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ja, gleich wieder. Und mal gucken, ob ich da einen Apfel gebissen habe. Bis gleich. So, meine Lieben, wieder mal eine wunderschöne Maske von Action. Also ich kann nichts anderes sagen, außer dass sie jetzt hier wieder trocken ist. Ganz normal beim Atmen, ne? Das. Aber hier, also wunderschöne Maske, gibt totale Feuchtigkeit, tut gut. Wellness pur, kann ich euch nur sagen. Also die Prinzessinnenmaske, auch die Schneewittchen, ist super. Packen wir mal hier ab. Oh, herrlich. Herrlich, ne? Ich lasse natürlich immer länger drauf. Meistens eine halbe Stunde, ne? Tut richtig gut. Gerade wenn man Make-up gemacht hat und dann nach einer Dusche oder irgendwie sowas, tut das richtig gut, eine Maske aufzulegen. Kann ich euch sagen, bei diesem trockenen Wetter, was man, oder ja, es ist halt trockene Luft und gerade die Heizungsluft auch. So, zwei Stück haben wir noch und Monique ist da und wir brauchen eine Zahl zwischen 1 und 2. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 2. Es ist 1. Die 1. Gut, dann ist die nächste Maske eine koreanische Face Sheet Mask Pearl Extrakt. Das ist diese hier, Made in Korea. Und ich weiß jetzt nicht, ob die auch vom Action ist. Das sieht mir nämlich diesmal nicht so aus. Oder? Kann auch vom Action sein. Doch, diese bunten sind, glaube ich, immer vom Action. Also die kann natürlich auch vom Action sein. Ich weiß es aber nicht genau. Anti-Akne. Ja, schauen wir mal, was die so morgen kann. Aber Prinzessin hat mich glücklich gemacht mit den 77 Zankzwergen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder zu dieser schönen Pearl-Maske. Schauen wir mal, was die kann. Bis gleich. Hallöchen, da bin ich wieder. Und wir haben Tag 4. Genau. Ja, und heute haben wir die Face Sheet Mask Pearl Extrakt. Ich muss mal gucken, ob noch was auf Deutsch da steht. Warum bin ich denn immer so dunkel? Was ist denn da los? Hm, weiß ich auch nicht. So. Ah, die ist auch vom Action. Ich sehe nämlich gerade holländisch. Also schön durchkneten. Deutsch. Hallo. Deutsch. Ah ja, Gesichtstuchmaske mit Perlenextrakt, aufhellend und gegen Akne wirkend, Vitamin E, B3 und Hyaluron für normale Haut. Okay, ja dann schauen wir mal. Ups. Ups. Gucken wir erstmal, wie sie riecht. Ja, angenehm. Ist noch was da drin? Nö. Eine, ja, Fließmaske. Wieder mal. Ich gucke keinen Spiegel hier. Ich gucke mal in die Kamera. Ich habe keinen Spiegel.
Wo ist mein Spiegel? So. Ohne Muster, ohne irgendwas? Warum habe ich keinen Spiegel? Ich klebe mir das mal eben hier oben drauf. Eben einen kleinen Spiegel hier nehmen. Den habe ich ja mir nicht weggetan. Den habe ich ja immer noch. So. Jetzt kann ich auch was sehen. Also sie ist schon mal sehr schön passend fürs Gesicht. Jo, hier unten ist sie eingeschnitten. Zack. Rüberlegen. So. Ja. Also die fühlt sich schon mal sehr gut an, muss ich sagen. Doch. Oh ja. Legt sich auch schön aufs Gesicht. Das Vlies ist nicht zu dick. Wir können auch hier schön wieder das Serum verteilen. Ja, also bis jetzt gefällt die mir echt sehr gut. Soft Sheet Mask. Also gestern, die war ja auch richtig gut. Wollen wir mal gucken, wie die gleich ist, ne? Ich lasse sie jetzt erstmal wieder so ja, ein halbes Stündchen drauf, ne? Ist ja super. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann zeige ich euch schon mal das Finale. Jo, bis gleich. Hallo. So, wieder eine tolle Maske vom Action. Also ich kann mir jetzt nur jede Action-Maske empfehlen. Ne? Bombenmäßig wieder, meine Leute, bombenmäßig. Ah, es ist zwar wieder sowas von Wellness für die Haut und fürs Gesicht. Ne? Ich bin begeistert von diesen Masken. Guckt mal, wie schön strahlend und aufgepolstert das ist. So genährt und... Ah, ja, also, falls ihr die seht, nehmt sie mit, gönnt sie euch. Toll. So, dann haben wir als letztes, werden wir jetzt von der Raupe zum Schmetterling, meine Lieben. Selfie Project Moisturizing Sheet Mask. Wir werden ein Schmetterling. Ja, dann freut euch mal auf den letzten Tag. Und dann gibt es natürlich wieder auch meine Verlosung. Also das ist der Knaller. Der Knaller. Schreiben wir mal drauf, ne? Knaller. Also wirklich mega. Ja. Freut euch auf morgen oder auf gleich, weil da gibt es ja dann wieder hier meine Verlosung und schauen wir mal, wie schön die Butterfly-Maske dann ist. Also, bis gleich, bleibt dran. Hello, 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 hello. Ich hole euch so näher ran zum großen Finale, ja, meiner Maskenwoche. Und wir haben ja nur noch eine Tuchmaske hier. Und die Selfie Project Moisturizing Sheet Mask Fly Butterfly, die gibt es beim Rossmann. Habe ich nämlich da gesehen jetzt. Feuchtigkeitsspende Tuchmaske Fly Butterfly, Raute Fly Butterfly. Ja, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, verleiht ihr Glätte und ein natürliches Strahlen. Der natürliche Stoff der Tuchmaske passt sich perfekt den Konturen des Gesichts an. Da bin ich ja mal gespannt. Und erzielt so einen langanhaltenden Pflegeeffekt. Hyaluronsäure bindet Wasser in der Haut, versorgt alle Hautschicht mit Feuchtigkeit und schützt sie vor dem Austrocknen. Rosenwasser ist reich an ätherischen Ölen aus der Damascena-Rose, ebnet den Teint, nährt und strafft die Haut. Bye bye, Langeweile. Verwende dich einen wunderschönen Schmetterling. Wir verwandeln uns in ein wunderschönes Schmetterling. Erstmal rieche ich mal an den Schmetterling. Oh, der riecht gut. Der riecht sehr gut. Und der ist gut getränkt, der Schmetterling. Da kommt aber nichts mehr aus der Tüte raus. Schmetterling, du kleines Ding. Hallo. So. Ja, dann wären wir mal ein Schmetterling, oder? Es ist immer, also für mich immer ein super toller Effekt, wenn du so gerade aus der heißen Wanne oder Dusche kommst und dann kalte Maske drauf. Die passt sich wirklich super an. Also die Augen sind hier super ausgestanzt. Gut, hier unten ist es eh immer ein bisschen groß, aber das kann man hier so dran machen. Oder? Hier haben wir noch einen Nipsi. Hallo, da. Oh, die riecht richtig, richtig gut. Na, sonst haben die ja manchmal, wenn Hyaluronsäure ist, riechen die ja manchmal sehr Ach, guck mal, bin ich nicht ein wunderschöner Schmetterling?
Das sagt er bei Alien auch. Du bist ein wunderschöner Schmetterling. Und dann beißt das Alien ihm den Kopf ab. Ja, ich mache das nicht. Noch nicht. Ich finde das schön, ne? Und die passt richtig gut. Ja, der Schmetterling lässt sie jetzt erstmal hier einwirken und bleibt dran, meine Lieben, weil gleich geht's natürlich auch zur Verlosung. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder und man sieht, sie trocknet langsam ein, ne? Aber soll ich mir ganz ehrlich, also meine ganz ehrliche Meinung ist, das ist eine der besten Masken, die ich je benutzt habe, weil guck mal hier, die ist nur hier trocken und die ist hier überhaupt gar nicht ja, abgegangen, so wie die anderen immer oft, ne? Also die mega, mega toll. Den Schmetterling kann ich euch nur ans Herz legen. Ja, ganz tolle Maske. Oh, mal gucken. Ich glaube, ich hatte sie sogar verkehrt rum um. Ich glaube, ich hatte sie verkehrt rum an. Oh. Egal. Wir haben ja gesehen, wir sind ein Schmetterling. Ne? Und ein wirklich schönes Serum. Reichhaltig. Macht Spaß. Ja, ganz toll. Ja, das war ja mal eine tolle Maskenwoche, oder? Mal eben meinen Spiegel wegstellen. Also wir haben nur tolle Masken gehabt. Jetzt unsere letzte war hier die Schmetterlingsmaske. Ganz tolle Pflege. Trocknet nicht ein hier unten. Top. Dann hatten wir die Pearl-Extrakt-Maske. Die war auch super von Action. Dann haben wir noch eine Action, die Princess, die Schneewittchen und die 77 Zeitzwerge. Die Bubble Sheet Mask war auch toll und die Festival Beauty Mask. Also wir haben dieses Mal keinen Reinfall, nur das Beste hier vom Besten. Und jetzt kommen wir zur Verlosung. Jetzt kommen wir zur Verlosung. Wir haben hier wieder reichlich und noch mehr. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an, was ihr diesmal gewinnen könnt. Diesmal ist es nämlich in einer Little Box drin. Genau, ihr könnt diesmal gewinnen. Von CD, eine Pflegelotion an meine Haut, lasse ich nur Wasser und CD. So eine blöde Werbung war das, ne? Ja, mit Sanddorn und Urea für trockene und raue Haut. Das ist so ein ganzer Bottich hier, 250 Milliliter Tube. Dann haben wir noch von Balea den Messy Bun Cream für den perfekten Messy Bun. Also für uns war das früher ein Dutt, glaube ich. Und natürlich lässige Looks. Ja, Flaschenkörper aus 98% Recycling. Das ist dieser Pumper hier. Ja, bist du scharf? Oder bist du scharf? Ja. Also eine kleine Menge in den Fingern verreiben und in die trockenen Haare kneten. Die Haare leicht verwuscheln und die gewünschte Frisur stylen oder offen tragen. Ja. Dann haben wir ein Deo. Ich vertrage diese Deo-Sticks hier nicht, deswegen gebe ich sie an euch weiter. We Love Deodorant. Das ist einmal Lucius Lime. Nö, nicht gebraucht. Ja, wäre auch der Knaller, ne? Der Geruch ist super, aber ja, ich kriege einfach Ausschlag davon. Ich hoffe, der Gewinner kriegt keinen. Man weiß es ja immer nicht. Dann einmal von Langhaarmädchen. DM liebt Langhaarmädchen. Leicht Chem Spray. No Knots. Heißt Knoten auf Englisch Knots? Ich habe keine Ahnung. Bessere Kennbarkeit, weniger Ziepen. Das hätte ich früher mal gebrauchen können als Kind. Da hatte ich ja Haare bis zum Po. Aber da wurde ja einfach durchgegangen. Egal, Schwester Rabiata hier. So, dann habe ich... Oh, hier steht noch der Preis drauf. Ich lerne es aber auch nicht, ne? Ich lerne es nicht, den Preis hier vorher abzuknibbeln. Das packe ich dann hier in meine Box rein und denke dann, ja, später. So, von Balea ein Lippenpflegepeeling mit Hanf und Banane für zarte Lippen. Einmal dieser Stift ist noch dabei. Dann haben wir noch zwei Nagellacke. Nagellacke. Insta Perfect Nails. Einmal ein schönes Rot in der Farbe Lady in Red 020 von Hypoallergenic. Dann noch von Essence Crystal Power Nail Polish in der Farbe 01 B Brilliant. Ein richtig schöner, glänzender. Kann man als Topper nehmen oder einfach so. Jo.
Dann haben wir noch zwei Schminki-Sachen von Manhattan 3 in 1 Easy Match Concealer. Ja, in 80 warm beige. Also den hatte ich in der Amazon-Box. Ja, der ist mir definitiv zu dunkel und ich benutze ja auch keinen Concealer. Aber ich habe das schon hier benutzt als Bronzer. Kann ich auch nur empfehlen. Ist auch mit in der Box enthalten. Und noch ein Essence Nail and Cuticle Tattoo Liner. Ja, das ist kein Eyeliner. Das ist ein quasi ein Liner für die Nägel. Genau. Kreiere top angesagte Nagel- und Nagelhautdesigns in Sekunden. Versiegle deine Nageldesigns auf dem Nagel mit einem Überlack. Tipp für die längere Haltbarkeit der Nagelhautdesigns. Wasche deine Hände mit kaltem Wasser und trockne diese vorsichtig. Also es ist halt so ein Stift hier. Und ja, ich dachte ja auf der anderen Seite auch noch. Und dann könnt ihr eure Nägel selbst bemalen. So, und dann haben wir natürlich, ne, wir haben eine Maskenwoche, da haben wir auch natürlich Masken. Und ich habe drei Stück heute für euch. Einmal die Schädens Aloe Vera Maske, Sofort-Effekt. Das sind einmal so zwei Sachets, einmal eine Crememaske. Dann haben wir hier von Selfie Project eine Moisturing Peel-Off Mask. Shine Like a Mermaid. Die habe ich auch schon gemacht, die ist toll. Ich liebe Peel-Off-Masken. Und dann natürlich noch eine tolle Tuchmaske von Primark. Die waren ja richtig gut. Die haben verschiedene Buchstaben. Ich weiß nicht, das heißt nichts. Überall steht dasselbe drauf. Also, ne, hier steht einmal L drauf für Liebe. Genau, für Liebe. Und da haben wir dann gleich auch den Hashtag. Wir nehmen Hashtag Liebe und ja, das war's. Und ihr seid bei der Verlosung dabei, meine Lieben. Hashtag Liebe, lasst Liebe da. Und ja, das war meine Maskenwoche wieder. Ich freue mich schon auf die nächste. Da wird es wieder, glaube ich, eine bunte Mischung geben. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Vergesst nicht Hashtag Liebe und ihr seid bei der Verlosung dabei. Und ja. Jetzt gehe ich wieder auf mein Couch. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.